Einmal pro Woche gibt es einen Newsletter mit verschiedenen Themen für Pioniere. Ich möchte in diesem Video etwas dazu sagen, wie ein gesellschaftlicher Wandel vonstatten geht. Wenn ich so Videos schaue auf YouTube von alternativen Medien, da geht es viel zu oft darum, wir müssen die Schlafschafe aufwecken, wir müssen die große Masse informieren, wir müssen aufklären. Das ist aber nicht der Punkt. Die Schlafschafe, die werden sich immer nach dem Zeitgeist, nach der Mode richten. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, wer ist die kritische Masse? Es gibt verschiedenste Theorien, der gesellschaftliche Wandel wird durch die kritische Masse gemacht. Und die ist viel, viel kleiner als die 51% von einer Abstimmung. Es gibt da verschiedene Theorien von 0,5% bis zu 10%. Und ich würde sagen, diese kritische Masse könnte man am besten definieren, das sind die Pioniere, die auf verschiedensten Gebieten etwas Neues anbieten, ein neues Denken initiieren und ein Projekt in die Welt bringen, das ein Vorbild ist, eine Alternative, eine Weiterentwicklung. Und meiner Meinung nach ist es viel, viel wichtiger, dass wir all diese Pioniere versuchen zu vernetzen und zusammenzubringen, damit wir als Pioniere lernen, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren und uns nicht weiter spalten zu lassen. Weil die Spaltung ist eigentlich das Hauptmachtmittel des bisherigen Systems, teile und herrsche. Solange wir uns spalten lassen, ziehen wir nicht am selben Strich und kommen nicht auf einen grünen Zweig. Wenn wir aber lernen, zusammen zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, dann ziehen wir am gleichen Strick und dann reduziert sich diese kritische Masse. Und die kritische Masse ist der entscheidende Punkt für den gesellschaftlichen Wandel. Dann kommt ein neuer Zeitgeist, dann ist es plötzlich Mode, dass man jetzt sich biologisch ernährt, dass man einen Permakultur-Gemeinschaftsgarten macht, dass man alternative Medizin konsumiert anstatt Schulmedizin, dass man sich spirituell weiterentwickelt und so weiter und so fort. Und wenn wir als Pioniere lernen zu kooperieren, dann können wir viel besser diese vorbildlichen Projekte in die Welt bringen und das wirkt viel, viel besser als 1000 Bücher und Videos und Workshops. Weil dann sehen die Leute, aha, es funktioniert. Die leben das und es macht Spaß. Ja, das möchte ich auch. Einmal pro Woche gibt es einen Newsletter mit verschiedenen Themen für Pioniere.